Wirklich ganz ein spezielles Insekt. Ein Sackträger. Und zwar die Raupe, die baut sich ein Haus aus ganz verschiedenen Materialien, je nach Gegend, was sie eben gerade findet. Dieser hier liebt Holz, ja. Genau, ja. Plus Schmuck. Genau. Und es gibt weltweit gibt es etwa 1300 Arten, die bekannt sind. Und die Raupe, sie lebt in diesem Sack und sie verpuppt sich auch darin. Und nur die Männchen, die gehen nachher aus diesem Haus raus und dann haben sie die Flügel. Und die Weibchen, die bleiben meistens in diesem Häuschen. Und werden dann von den Männchen besucht. Ja, die Weibchen locken die Männchen dann an. Und die Weibchen sind eben flügellos. Ah, die können gar nicht. Nein, die können nicht fliegen. Ja, ich dachte schon, Sackträger, das sind doch jene, die man beim Lidl jeweils sieht, oder? Und ein Sackträger, das wird ein Schmetterling. So ein unscheinbarer. Ja. Dieser hier hat lange Stöcken gefunden. Ja. Ja, ich weiß noch, der ist über den Weg gelaufen, als wir nach Hause wollten. Ja, Dann ja. haben wir wieder alles ausgepackt, um ihn zu verfolgen, da oder sie. Und wir haben gestaunt. Ja. Ja, also der Lidl ist noch weit weg, oder? Der Aldi auch. Ziemlich, ja. Die Migros sowieso. Mit seinem Sack. Und einige Leute, die sagen auch, das sei ein Köcher. Ja. Und hier eine ganz interessante Schwebfliege. Ja? Ja. Die haben wir recht häufig gesehen, eine Zeit lang. Und in diesem Jahr eigentlich kaum noch. Ja, sehr wenig. Ja. Die Hainschwebfliege. Das ist übrigens ein Männchen. Man kann sie unterscheiden. Die Männchen haben die Augen zusammen. Also oben, Oben zusammen, ja. eng zusammen. Ja. Sie liebt Pollen Genau, und ja. Nektar. Genau, ja. Und sie überwintern auch als Erwachsene. Und meistens sind sie im Frühjahr eigentlich die ersten, die man sieht. Ich habe gelesen, es gibt auch solche, die fliegen über die Alpen in den Süden. So wie der hier, Ja. ja. Eine spezielle Aufnahme, also das war reine Glückssache. Ja. Und sie können bis zu 25 km pro Stunde zurücklegen. Oh, das ist anständig, ja. Ja, für so eine kleine. Ja, also ich könnte hier nicht davon rennen, glaube ich. Ja, das versteht man, dass sie viele Pollen und Nektar brauchen. Ja, sie sind super Nützlinge. Warum? Sie bestäuben. Sie sind ein guter Bestäuber und die Larven, die ernähren sich von Blattlauskolonien. Sie legen die Eier in der Nähe von Blattlauskolonien ab. Und bei den Blüten sind sie nicht so wählerisch, wenn es Pollen hat.
Ja, dann sind sie dabei. Ja. Ja, man sieht sie fast überall auf jeder, auf den Pflanzen. Das ist eine Dame, die hat die Augen etwas auseinander. Genau, ja. Und hier sieht man auch sehr gut die Verdauung. Ob sie da einen Verdauungstrakt haben oder nicht. Keine Ahnung. Därme oder so irgendetwas. Ja, und das ist ein Faulbaumbläuling. Er liebt faule Bäume. Also solche Bäume, die nicht umherrennen, nehme ich an. Keine Ahnung, woher er diesen Namen gekriegt hat. Und das ist schon spät im Herbst, der ist schon ein bisschen verwittert. Ja, er hat einiges erlebt. Nichtsdestotrotz. Er lümmelt da am Boden herum und sucht sich Mineralien. Ein Liebling sämtlicher Gärtner. Genau. Und ich denke, jeder kennt sie, die große Wegschnecke. Oder Kellerschnecke, sagen wir auch. Ich glaube, ja. Ja. Es gibt sie in ganz verschiedenen Farben, braun, schwarz, rot. Auch rote, ja. Und dient als Uber, wie man sieht. Ja, hier auf jeden Fall. Und sie möchte sich schick machen, sie zieht sich einen Hut an, oder? Und sie sind Allesfresser. Das bedeutet, sie nehmen Wildschweine. Nein, von den Pflanzen. Aber es ist eigentlich wirklich ein guter Nützling, weil sie helfen bei der Zersetzung von totem Pflanzenmaterial und daraus wird dann Humus. Außer sie fressen den Salat. He? Ja, unter anderem, ja. Ja. Und für die Fortbewegung, da produzieren sie Schleim und das ist etwa 100 Milliliter pro Jahr. Ja, anständig. Und der Vater hat ihn motiviert, unsere Gerätschaft zu reinigen, aber also das ist eine Sauerei, oder? Wir müssen das verhindern. Aber sie sind natürlich auch Nahrung für ganz viele andere Tiere. Vögel, Säugetiere, Reptilien. Igel. Genau. Aber sie fressen viel, alle zwei Tage ihr eigenes Körpergewicht. Ja, und machen also ganz anständig Humus. Ja. Und dieser hier hat eine Flacke hinten am Hintern. Ist das ein Flügel von einem Landkrebs? Keine Ahnung. Und eine Furchenbiene, eine hungrige. Ja. Und ja. Man sieht, der Name kommt am Hinterteil, hat sie eine kleine Furche, daher kommt der Name. Das sieht man nicht mehr. Aber wir werden sie nicht auf YouTube zeigen, weil sie ist wieder schmutzig. Also man kann den Pollen auch schön am Bein abstreichen, wie das die Bienen machen. Und diese hier ist liederlich. Sie ist hungrig. Ja. Oh. Das war's. Bis später. Bis dann.